Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Spielematze und seiner Badget 25T. Ja, ich bin sehr gespannt, die Granaten bzw. die Medaillen, die damit verbunden sind, um es jetzt vielleicht noch nicht zu sehr zu spoilern, sind sehr verheißungsvoll. Und ich freue mich sehr drauf auf diese Runde. Also es sollten jetzt gute 10 Minuten bester Unterhaltung werden. Wir sehen Abschüsse, wir sehen Damage, wir sehen knappe Geschichten. Also ja, doch, da sollte für jeden was dabei sein. Und nun schauen wir mal, was er hier als erstes Mal so macht und auf was er geht. Und natürlich, Badget-like wird erstmal ein bisschen gespottet. Also das wird so der Plan erstmal sein, hier zu spotten und vielleicht da den einen oder anderen Gegner beschießen zu können. Aber noch hat er da nichts beschießen können. Ist hier auch im Zug unterwegs. Mit dem Centurion und dem E100. Der E100 passt jetzt hier nicht unbedingt in das Lineup. Und man sieht auch den Fehler, den ich selber immer ganz gerne mache. Er hat jetzt gar keinen Zugriff zum E100. Also dieser Zugpartner selber ist sozusagen obsolet. Also bringt ihm gar nichts. Mit dem Centurion, ja, kann er harmonieren, kann er zusammenspielen. Aber der E100 macht da drüben sein Ding. Und ja, ja, wie gesagt, kann man vollkommen so machen. Aber der Zugeffekt verpufft so ein bisschen. Da ist doch schon einiges an Gegnern. Da hinten die Grille 15. Grille 15 bekommt da schon Zugriff auf den 4190. Der ist dann auch mittlerweile zerstört, weil da so viele Gegner sind. Also das ist schon übertrieben viel. Ist schon fast. Jetzt denkt er sich, nee, da drüben, das war mir dann doch ein bisschen too much. Jetzt fahre ich wieder mal zu meinem R100-Kompagnon rüber und schaue, was ich hier so reißen kann. Da unten ist noch ein M103. Der schaut ihn böse an, aber der hat jetzt Gott sei Dank verschossen. Auto-Aim, erster sitzt. Zweiter sitzt. M103 verschießt wieder. Dritter sitzt. Vierter Sitz. Und man hat das Gefühl, der M103 hat aufgegeben. Also das war dann damit durch. Übrigens, ich finde es ganz spannend zu sehen, er hat nur normale Munition dabei, keine Premium-Munition, weil das ja immer wieder so ein heißes Thema ist. Also hier, der Junge spielt nur mit normal. Und jetzt bekommt er da von hinten eine rein. Da muss er sich auf jeden Fall mal verdünnisieren. So, und jetzt hat er wieder das Magazin gefüllt und kann wieder weiter Schabernack treiben. Natürlich Waffenträger und Maus an sich prädestiniert schöne Ziele, allerdings natürlich auch gerade so ein Waffenträger, der tut auch einer Badget furchtbar weh. Und da oben jetzt sein Centurion Mate in dickster Gefahr. Und hier will jetzt die Badget rumkommen, aber hat er gesehen. Das heißt, jetzt will er seines Zeichens auf die Badget. Fährt jetzt hier nach. Verschießt jetzt hier. Die Badget ist scheinbar im Reload, sonst wird sie schon dementsprechend selber schießen. Jetzt hat er die letzte Granate, die muss sitzen. Ja, Gott sei Dank. Weil sonst wäre er im Reload gewesen und die andere Badget hätte dann ihres Zeichens da kontern können. Aber alles gut gegangen, dementsprechend geht es auch weiter. Und die Badget kommt Lolbot. Da ist er unzufrieden, dass er da aus dem Spiel genommen worden ist und kann sich nicht anders behelfen, als den Mini-Flame auszupacken. So, jetzt hier gleich den T57, den er ein bisschen überrascht und kann ihn rausnehmen, da gleich den E5.
Ah, da hat er sich jetzt hier leicht festgefahren, aber wird unterstützt von seinem Centurion. Aber die Eisprinzessin im E100 geht da leider drauf. Krasser Sprung, schön auch nach unten gejumpt. Und jetzt hier die Grille. Grille verschießt auch. Und jetzt ist die Grille zerstört. 10 zu 12 steht es hier aktueller Stand. Also das ist definitiv noch nicht gegessen, die Runde. Die 54 will, dass die Badgett helfen soll, aber er weiß natürlich nicht, dass die gerade im Reload ist. Und jetzt ist auch das Thema durch. Er ist zerstört. Weil mit einer Badgett im Reload kann man halt einfach gar nichts anstellen. So, jetzt wollen sie alle den Centurion haben. Jetzt konnte er den 1390 einen der beiden rausnehmen. Als wollte er den sich noch davor schmeißen, heroisch. Vielleicht auch rammen, aber hat nicht geklappt, leider. So, 1390 will jetzt abhauen. Der ist jetzt im Reload. Dementsprechend ist jetzt da die Flucht nach vorne. Der haut natürlich jetzt hier ab. Schöner Fahrtweg vom 1390. Muss man sagen, macht er sehr gut. Der Schuss, der ging auch mal ganz klar daneben. Aber jetzt hat er hier wiederum seines Zeichens gut den Weg genommen und jetzt kann er den rausnehmen. Hat aber jetzt natürlich noch im Cap die Maus und vielleicht auch den T10. Die Arti steht da oben und will sich hier da der Badgett entledigen, aber schafft er nicht. Der Stein ist im Weg und dementsprechend geht auch der Schuss ins Leere. Natürlich ist er jetzt immer offen und weiß auch sozusagen, wo ist er, wie und wo und was macht er. So, jetzt hat er die Granate gleich im Magazin. Jetzt ist er wieder geladen. Schuss ist raus. So, und noch einen braucht er. Und Arti verschießt und er kann es dementsprechend klar machen. 40 Sekunden jetzt noch. 3 Schuss. Zum Decappen langt's. Und er schreibt hier T10 AFK. Das wäre natürlich jetzt sehr gut für ihn. Aber die Maus, wow, das war knapp am Überschlag. Aber die Maus ist natürlich dementsprechend nicht AFK und hat hier auch noch viele Hitpoints. 10 Sekunden jetzt noch knapp auf der Uhr zum Decap. Und ja, er benutzt Advanced Aim, aber oh, oh, 3, 2, ja, jetzt hat er es geschafft, ganz knapp. Aber Advanced Aim, meines Erachtens nach wie vor kein Vorteil und wer es nutzt, braucht hier nichts fürchten, solange er nicht streamt. Also könnt ihr euch die Kommentare direkt sparen. Den Mod gibt's und Wargaming überlegt sich sogar, den selber ins Spiel einzubauen. Nur mal als kleine Randnotiz. Jetzt hat er natürlich langsam das Problem, dass die Munition ein bisschen knapp wird. Aber er kann natürlich, falls der T10 wirklich AFK sein sollte, kann er natürlich hier selber Captain fahren. So, jetzt ist er wieder imstande, der Maus zuzusetzen. Ist jetzt auch auf, also Maus weiß jetzt natürlich ganz genau, dass der von da kommt. Hat hier satt getroffen. Und jetzt könnte er sich hinter ihn setzen und ihn da jetzt wirklich entspannt rausnehmen. Perfekt. Jetzt hat er noch 3 Granaten für den T10. Jetzt ist die Frage, capt er durch oder holt er sich den noch? Seinen Krieger hat er auf jeden Fall schon mal safe. Da passiert gar nichts mehr. Radley Walters schafft er leider nicht mehr. Dafür fehlt einfach noch ein Gegner, so gesehen. Aber er hat hier am Schluss mal wirklich ordentlich aufgeräumt. Weil er war jetzt lange Zeit alleine. Und jetzt schaut er mal von hier oben nach. Wo ist der T10? Was macht er überhaupt?
Da unten ist er tatsächlich AFK. Der bewegt sich nicht mehr. Und er hat noch 3 Granaten. Also die Fahrdienst ist definitiv noch drin, aber es müssen auch alle 3 passen. Alle 3 müssen sitzen. Jeder Schuss muss er da sicher ins Ziel bringen, dass das auch funktioniert. Genau. Einer, 2 und jetzt macht er sich die Fahrdienst klar. Er macht sie sich klar. Perfekt. Über 8000 Schaden. Hat hier bei knapp 100 noch gedecapped. Also das war eine feine Runde und nur dank ihm hat sein Team hier gewonnen. Mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch. Und ich weiß, Advanced and bla bla. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.